Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung über algorithmisches Entscheiden und die gesellschaftlichen Folgen und Implikationen. Freut mich sehr, dass Sie hier sind, um dieses aktuelle Thema mit uns zu diskutieren. Mein Dank geht an die Landesvertretung Hamburg, dass wir die Veranstaltung hier in diesen ausgesprochen schönen Räumen machen dürfen und damit auch nochmal ausweisen, dass es sich um eine Aktivität einer Hamburger Institution oder zwei Hamburger Institutionen handelt, nämlich des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg und des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung in Hamburg, bei dem ich arbeiten darf. Also herzlich willkommen nochmal. Es ist Teil der digitalen Transformation, dass in vielen gesellschaftlichen Feldern zunehmend Algorithmen Entscheidungen vorbereiten oder sogar Entscheidungen selbst treffen. Das hat das Potenzial, diese Entscheidungen zu verbessern. Das muss man, denke ich, auch im Blick behalten. Deshalb wird es gemacht, deshalb arbeiten wir daran. Aber es hat auch Potenzial, Sorge zu bereiten. Das können wir in den Feuilletons im Augenblick regelmäßig lesen. Sogar alte Dystopien von der Übernahme der Macht durch Maschinen werden jetzt wieder modern und in Beiträgen diskutiert. Und die dahinterstehenden Fragen sind Fragen wie zum Beispiel, was passiert mit unserer Öffentlichkeit, wenn journalistische Artikel in Online-Zeitungen deshalb prominenteren Platz einnehmen, nach oben rücken, weil sie viel geklickt werden und ein Algorithmus das entdeckt hat und nicht, weil journalistisch-redaktionelle Kriterien angewandt wurden, die sagen, das ist ein für die Gesellschaft bedeutsames Thema, das ist etwas, was wir alle gemeinsam wissen sollten, damit wir uns darüber verständigen können, was gesellschaftlich wichtig ist, wo die Probleme liegen und wie wir sie gemeinsam lösen wollen. Oder wenn ich online überhaupt nur noch Inhalte sehe, bei denen Algorithmen nach meinem bisherigen Nutzungsverhalten entschieden haben, dass das für mich relevante Inhalte sind. Oder wieder ein ganz anderes Feld, stellen wir uns vor, dass wir uns nicht mehr impfen, weil wir, wenn wir nach Impffolgen suchen im Internet, auf einmal nur noch die extremen Fälle sehen und den Eindruck haben, das seien jetzt Fälle, die häufig auftreten und dementsprechend eine vielleicht lebensrettende Impfung nicht durchführen. Aber auch die Diskussion selbst, die in der Öffentlichkeit darüber jetzt seit einigen Monaten bekannt ist, bietet aus meiner Sicht Anlass zur Sorge. Denn verstehen wir überhaupt, was da vor sich geht? Glauben wir, dass wir das Problem richtig angehen, weil wir einen Begriff gefunden haben, den Algorithmus, und nun als Schuldigen darstellen und uns fragen, wie kann der reguliert werden, wie kann man hier Verantwortung zuordnen? Ist das eigentlich das richtige Vorgehen? Ich war neulich Zeuge eines, man kann fast sagen, Wutausbruchs eines Informatikers, der sagte, Sozialwissenschaft und Politik gebrauchen den Begriff Algorithmus völlig falsch. Dabei handelt es sich doch eigentlich nur um Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems und das ist zunächst einmal völlig harmlos. Dabei ging es ihm gar nicht darum, die Deutungshoheit seiner Disziplin in den Vordergrund zu stellen, sondern er sagte, es sei ihm wichtig, wir müssen überhaupt einen gemeinsamen Begriff haben, eine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben, um hier die Wissensbasis für die Gesellschaft aufbauen zu können. Und das ist mit einem Grund, warum, wie anfangs schon dargestellt, die Informatiker der Universität Hamburg und das HBI hier in diesen Fragen zum algorithmischen Entscheiden, besonders und nicht nur mit Blick auf die öffentlichen Folgen, die Folgen für das Herstellen von Öffentlichkeit insbesondere, uns zum Gegenstand nehmen. Wir machen das auf einer noch breiteren Basis. Wir hatten heute Vormittag einen Workshop mit internationaler, multidisziplinärer Besetzung, der sich genau wissenschaftlich dieser Frage gewidmet hat, wo sind hier eigentlich die Probleme und wo sind Lösungsansätze dafür. Und das wird sicherlich bei der Diskussion auch im Folgenden eine Rolle spielen, aber ganz kurze Gedanken von mir dazu. Ein Ergebnis war sicherlich, dass man sich stärker fragen muss, wie bringen wir in den Prozess der Algorithmenentwicklung eigentlich solche gesellschaftlichen Bezüge mit ein. Sind die Entwickler von Software bereits jetzt nicht nur zufällig, sondern systematisch dahingehend offen, dass sie solche Fragen in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Aber auch andersherum, sind etwa Juristinnen und Juristen, sind Parlamentarier
hinreichend darauf vorbereitet. Wenn man sich Gesetzgebungsakte wie die Datenschutzgrundverordnung anschaut, die vor kurzem in Brüssel erlassen wurde, dann stellt man da fest, dass man solche Fragen gesehen hat, aber man hat im Prinzip eine Regelungstechnik gewählt, die nicht erkennen lässt, jedenfalls, dass man wirklich verstanden hat, was hinter diesen Prozessen steht. Das ist jedenfalls in Normtexten hier nicht anzusehen. Und die dritte Beobachtung, die ich aus unseren Diskussionen mitgenommen habe, ist die, wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet es, dass Algorithmen entscheiden oder Entscheidungen vorbereiten, dann bringt es uns dazu, intensiver darüber nachzudenken, wie diese Entscheidungen eigentlich konstruiert sind. Was ist es eigentlich, wenn wir, das war ein Beispiel, das diskutiert wurde, automatische Systeme haben, die Bewerberinnen und Bewerber auswählen für Bewerbungsgespräche bei ausgeschriebenen Stellen, müssen wir erstmal überlegen, was bedeutet es eigentlich, eine gute Kandidatin oder einen guten Kandidaten zu finden. Wir machen uns Gedanken darüber, was heißt es eigentlich zu diskriminieren, was Geschlecht angeht oder was andere Merkmale der Person angeht. Das heißt, hier liegt auch eine gewisse Chance darin, sich klarer zu machen, was eigentlich hier dieser gesellschaftliche Entscheidungsprozess ist. Das vielleicht als kurzer Teaser zu dem, was wir heute vorhaben. Wir haben zwei Panel, auf denen wir diese Frage diskutieren wollen. Wir haben Sarah Pust hier als Moderatorin gewinnen können für den heutigen Tag. Vielen Dank nochmal von dieser Stelle, die schon seit vielen, vielen Jahren mit ganz unterschiedlichen Medien Kontakt hat. Im Prinzip die Konvergenz, über die viele noch reden, in ihrer Biografie schon komplett durchgeführt hat, war für Radio, Fernsehen, Presse, im Bereich E-Learning, im Online-Bereich, bei Online-Magazinen tätig und freue mich sehr, dass Sie die Moderation übernommen haben. Aber keine Veranstaltung ohne Grußwort und das Grußwort, das wir hier für Sie ausgesucht haben, ist, wenn ich es anklicken könnte, ein sehr passendes. Ich habe keine Maus hier, deshalb kann ich nichts oben schicken. Wir sind auch bei Medieninstituten, ist Medienkompetenz ein Thema. Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an Karule of Algorithms. Digitale Revolution ist eine der zentralen Gestaltungsaufgaben der heutigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Wohlstand, die Digitalisierung ist nicht ein Projekt für wenige, sondern sie existiert als ganz konkrete Herausforderung. Big Data, Social Media oder die Suche nach Online-Geschäftsmodellen. Algorithmische Entscheidungen treiben und erleichtern unser Land. Hängen Entscheidungen, Big Data, Social Media oder die Medienbranche. Doch viele zentrale Gestaltung, die die junge Generation ist. Algorithmische Berechnungen erleichtern die elektronischen Angebote der Verwaltung. Die Digitalisierung enthält eine Fülle von Maßnahmen und ist Studien zufolge derzeit an dieser Entwicklung so gut wie möglich profitiert. Liebe Mitstreiter, Innovationskraft vieler ist gefragt. Führende Debatten, Erfolg und Bildung sind die DNA unserer Handlungen. Ich wünsche Teilnehmern einen anregenden Kongress. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.